Ich bin ein kluger Mann. So, war wunderbar. Ja. Kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Vielleicht bin ich total blöd. Und so kann man alles Mögliche über sich selbst denken und kann dann sich auch noch damit identifizieren. Und dann machen das ja alle anderen auch so. Und deshalb gibt es dann auch so viele Probleme, wenn einer nun diese Vorstellung hat und der andere hat eine andere von sich selbst. Und dann treffen Menschen aufeinander und anstatt dass die gucken, wo sie etwas Gemeinsames haben, bekämpfen sie einander und zwar ihre unterschiedlichen Vorstellungen. Und das ist dann total blöd. Und wenn man in einer Gemeinschaft mit so einem Ich-Konstrukt herumläuft, dann ist das natürlich schwierig, wenn man sich damit so sehr identifiziert hat, sich auf die anderen überhaupt einzulassen. Und deshalb glaube ich, dass es gut wäre, wenn wir alle unser Ich-Konstrukt fallen lassen könnten und ein authentisches Selbst wieder würden. Das würde heißen, dass man in sich hineinhorchen muss, wer man denn eigentlich nun wirklich ist. Und was von dem, wofür man sich hält, doch am Ende nur daraus erwachsen ist, dass man in seiner Kindheit und in seiner Jugend irgendwelche Lösungen gefunden hat, die man dann als erfolgreiche Lösungen weiter beschritten hat. Und dann hat man sich damit identifiziert. Und am Ende sagt man, wenn man gefragt wird, wer bist du denn, sagt man, ich bin Hirnforscher. Mein Gott, also ich bin kein Hirnforscher. Also das habe ich aber früher auch mal gesagt. Ich bin Hirnforscher, aber ich bin Gerald und ich bin einer, der wie alle anderen auch, wie ihr alle, die ihr hier mit zuschaut, ich bin ein Suchender. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und deshalb bin ich so gerne bereit, mit euch gemeinsam rauszufinden, wie das Leben geht und worauf es da ankommt. Und da ist mir mein Ego ist mir vollkommen wurscht dabei. Weil es geht mir da um etwas, was über mein kleines Ego hinausreicht. Und wenn man mit so einem Ich unterwegs ist in einer Gemeinschaft, würde ich sagen, dann kann man davon gar nicht genug haben. Aber wenn man mit so einem egozentrischen Ego unterwegs ist, was ständig nur Angst hat, dass einem andere was wegnehmen oder dass man nicht genug kriegt, dann würde ich sagen, dann ist so ein Ich in so einer Gemeinschaft immer wie ein Spaltpilz unterwegs. Der haut die Gemeinschaft kaputt. Und deshalb hängt es nicht davon ab, wie stark das Ich ist, sondern was das Ich eigentlich, also wie reflektiert man mit seiner eigenen Vorstellung von sich selbst umgeht. Und da kann man dann so Unterschiede finden, da kann man Menschen finden, die wollen ständig von anderen was haben. Das ist problematisch, ja. Die sind Bedürftige, die brauchen ständig irgendwas. Und dann gibt es aber auch Menschen, die können anderen was schenken. Also die wollen überhaupt nicht von anderen was haben, die haben was zu verschenken. Das ist eine völlig andere Konstruktion sozusagen. Die sind völlig anders unterwegs. Ich habe das mal gemerkt, wie unterschiedlich das ist, als ich einen Beitrag gemacht habe, der hieß vom Konfliktmanager zum Friedensstifter. Und Konfliktmanager ist ja einer, der hat zwei Konfliktparteien und dann sagt er, okay, was willst du, was willst du? Und dann versucht er, einen Konflikt so zu managen, dass das irgendwie zusammenpasst, dass die beide einigermaßen zufrieden sind. Das Ergebnis von solchem Konfliktmanagement ist dann am Ende Kompromiss. Und in Wirklichkeit ist nichts beigelegt, sondern die haben sich lediglich geeinigt, dass sie das jetzt irgendwie so machen. Und ein Friedensstifter, das ist ein ganz anderer. Den interessiert gar nicht, worüber die sich streiten. Der interessiert sich dafür, was diese beiden miteinander verbindet.